keeps me here as a... Oh, gods, I can't. You have to let me down, please. I've never done anything to deserve this. Zusammen und herzlich willkommen zum Paladiner Weekend und damit einer neuen Folge Skyrim Special Edition Modded. Wir haben uns ein bisschen aufgemotzt, denn wir tragen diese tolle makellose Dwemer-Rüstung, die es hier in der Questmod The Forgotten City zu finden gibt. Uns fehlt leider noch die Brust, die uns der tolle, ich habe seinen Namen schon wieder vergessen, Rykus nicht geben will. Aber erstmal quatschen wir jetzt mit Brol, um ihm zu sagen, dass das Dwemer-Gesetz real ist. Ah, what interesting armor you're wearing. Ja, schon, oder? Ich habe einen Zugang in den Palast gefunden. Brilliant. What did you find in there? Eigentlich ein paar nette Sachen. Ich wurde von Untoten überrannt. Ja, das auch. Ich wurde von Untoten überrannt, die Nanabus auferweckt hatte. Er ist tot. How terrible. But not unexpected. Nanabus was a reckless fellow. But did you discover something about the Dwarves' Law? Some relic or text? Ich fand seine Rede über das Dwemer-Gesetz. Darum herum verbrannte Leichen. Let me see it. That is disturbing. This Doratus fellow set out to disprove the existence of the Dwarves' Law and instead triggered some kind of mass execution. So the Dwarves' Law is real and can be triggered simply by striking another person. I take no pleasure in being vindicated in relation to this. But there's something else that troubles me. If the Dwarf's Law is still being enforced, does that not suggest the existence of some kind of judge? And this judge, who watches over us, must be somewhere inside the city. I need you to find whoever, or whatever it is. And when you do, well, I'm not going to say it out loud. But do whatever you need to do, for yourself. And for us all. Wie soll ich das? Ja. Ich habe eine makellose Dwemer-Rüstung gefunden. Ja, okay. Wir gehen dann mal. Very well. Come back if you think of any questions about something you discover. Ja. Okay. Saphira. We can talk, but be quick. Domitus could be back any second. Wir haben ja jetzt eigentlich nichts mehr, was wir noch aufdecken könnten. Ulvas Haus. Außer, dass wir jetzt dann eben doch mal mit dem Jarl sprechen. Und, tja. Was ist da unten mit dem überschwemmten Haus nochmal? Oh, vielleicht sollte ich dann auch unseren Helm nochmal kurz anziehen. Sicherheitshalber. Ach, verdammt. Was hatte ich denn da an? Ich weiß es gar nicht mehr. Den hier. Mal kurz hier reingucken. Vielleicht habe ich da noch irgendwas übersehen. Ich weiß es nicht. Oh. Da war eine Höhle und ich habe es einfach geklickt. Gut, dass wir unseren Helm haben, mit dem wir unter Wasser atmen können. Sonst hätten wir jetzt hier ein tierisches Problem. Ich bin mir nicht sicher. Sollten wir hier sein? Hi. Dir ging's nicht so gut. Oh, hier ist... Ist hier ein versunkener Tempel? Von noch einer Generation, die hier sozusagen gestorben ist? Kann das sein? Komme ich hier irgendwo rein vielleicht, um zu gucken, weil neugierig? Okay, wir sind gerade in dem Haus, glaube ich. Das ist wahrscheinlich nicht geplant. Metallbarren. Wo kommen wir da raus? Zwergenrüstung. Es ist schön, dass die hier in diesen Boxen rumliegen. Wir nehmen die jetzt mal mit. Dwemer-Stirnband der großen Stirnkunst nehmen wir auch mal mit. Aber es ist leider keine makellose Dwemer-Rüstung.
Die hat echt nur dieser Rikers. Ich möchte nur gerade nochmal sicherheitshalber gucken, dass wir hier nirgendwo reingekommen wären. Ist das unser Schatten? Ich hoffe es. Das war gerade ein bisschen unheimlich. Es sieht fast so aus, oder? Als wäre das hier schon mal eine Stadt gewesen. Die... Dann irgendwie... Da sind wir rausgekommen, oder? Da war einfach so eine Luke in dem versunkenen Haus. Was? Und wie sind wir da reingekommen mit dem Schlüssel jetzt für die Tunnels, oder... Warum hatten wir da einen Schlüssel für? Bremer Stirnband. Oh, hi. Von wem hatten wir den Schlüssel? War das der Tunnelschlüssel? So viele Fragen, so wenig Antworten. Okay, wo kommen wir hier raus? Will ich das wissen? Lachs? Oh Gott, wo sind wir? Hier ist keine Musik, gar nichts. Aber hier ist eine Angel. Was ist das hier für ein blaues Gestein überall? Ich speichere mal kurz. Könnte es sein, dass hier jemand überlebt hat? Oder interpretiere ich jetzt wieder zu viel rein? Ich möchte gerne ranzoomen. Da oben ist jemand. Eindeutig. Ich gucke mir erstmal deine Fässer an. Gegengift, nie verkehrt. Hallo. Okay. Na. Hi, bist du feindlich? Stop right there. What is this one doing here? Ich bin Diamond. Ich suche nach einer Schatztruhe. So, was? Ja, eigentlich auch. Ah, the locked chest. Yes, we have it, but have been unable to open it. Why don't you come in and join us for dinner? Ich habe offensichtlich vor, mich zu essen. Ja, was sieht's ganz danach? Es hört sich ganz danach an. Ich habe erst noch ein paar Fragen. Very well, but hurry. We are hungry. Das ist eine Fallmeerwaffe, die sie da hat. Und ein Fallmeerhelm. Was macht ihr hier? We are explorers like you. We were exploring the bottom of a great mine when we found this cave. But just as we found it, the earth shook and the mine collapsed behind us. This is our home now. We are pleased to see someone in the flesh. Aber der Bruder von Dully hat die Kiste ja hier versteckt, also... Hatte er Kontakt zu denen hier? Was könnt ihr mir denn über diese Truhe erzählen? We found it in the water down below, but we could not unlock it, so we dragged it up here. It is locked away in the lonely tower. Einsamer Turm. Wer ist wir? My siblings and I. Don't worry, we will all share in your company. Ja, ihr shared wohl eher mich, so habe ich das Gefühl. Was ist das hier für ein Ort? We are not sure. A lonely tower sitting all by itself in a forgotten pocket of the earth. It is strange, is it not? Ja, das, wie lange seid ihr schon hier unten? So curious this one is. We have been here for years, surviving on fish and this wondrous mushroom. And whatever else we can scrounge up. Okay, es waren erstmal alle Fragen. Good, good. This one asks many questions. Now, let us eat. Ihr habt offensichtlich vor, mich zu essen. Wagt es nicht. It knows. It is smart and savage, this one. Perhaps it is safer for us to eat mushrooms again tonight. But no meat for us means no chest for you. It stays locked up tight in our tower.
Ja, dann muss ich dich eben töten. What is it? Komme ich irgendwie in dein Türmchen? Damit habe ich ja jetzt gar nicht gerechnet. Also, da muss ich echt sagen, Hut ab mit dieser Quest-Mod. Es ist total faszinierend, wie viele Wendungen das hier immer nimmt. Das kommt immer irgendwas, womit man gar nicht gerechnet hätte. So, wie spät haben wir es? 13.32 Uhr. Ja, futter du mal deine Pilze. Ach, das ist ja nur Experte. Da kommen wir ja easy rein. Ich habe dir gerade deine Pilze weggefuttert. Stehlen möchte ich ein... Zaubertrank der Wasseratmung. Aber ihr seid nur zu zweit, oder? Wir nehmen den erstmal die ganzen Pilze weg. Okay, da oben geht's noch... auch noch irgendwo rein. Hi! Okay. Hier ist ein Grab. Wessen Grab ist das hier? Okay, ja, hier ist wirklich eingestürzt. Tja. Wo geht's hier oben noch hin? Wenn's hier noch irgendwo hingeht. Ich zieh mal lieber meine Waffe, ich trau euch nicht. Hi. Du hast auch nichts zu sagen, okay. Oh, aber die Kiste darf ich einfach so aufmachen? Ich will nur mal reingucken. Wir sind nur neugierig. Wie immer. Okay, das ist zu weit. Das ist zu wenig. Dann würde ich sagen, ich rate einfach mal hier. Fast. Okay. auf dem Punkt. Fast. Okay, das ist wieder zu viel. Ach, diese Millimeterarbeit immer. Ha! Ich sag ja, meckern hilft. Nehmen wir alles mit. Brauchst du ja nicht mehr. Wenn wir hier dich gleich töten müssen, weil du uns wahrscheinlich angreifst. Mit deinen Schwestern. Wenn wir hier gleich versuchen, in den Turm zu gehen. Ich bin mir sowieso nicht sicher, ob es eine gute Idee ist, die überhaupt leben zu lassen, selbst wenn sie uns jetzt nicht angreifen. Ich speichere nochmal. Gehen wir einfach mal da rein. Ach so, weil es eigentlich nicht erlaubt ist, wird es direkt abgebrochen. Ha! Easy. Hoffentlich kommen uns jetzt nicht hinterher. Wir haben sie auch schon gespeist. Harubalds Truhe. Das ist Dullis Schatz, oder? Brief Harubalds an Dulli. Zitadellenschlüssel? Sucht nach Dullis versteckten Vermögen. Okay. Harubalds, Brief Harubalds an Dulli. Verschafft euch Zutritt zum verschlossenen Raume der Zitadelle. Was? Lieber Dulli, wenn du das liest oder jemand, dem du vertraust, es dir vorliest, bedeutet das, dass ich tot bin. Es tut mir leid, dass ich mich nicht mehr um dich kümmern können werde. Ich will, dass du etwas wirklich Wichtiges im Kopf zu behalten versuchst. Man kann Jarl Metellus nicht vertrauen. Ich wusste es! Ich wusste es, dieser versperrte Raum und dieses vehement drauf bestehen immer, dass Dulli der Einzige ist, der kein bisschen Wohnheim bekommt oder kein wirkliches Heim bekommt, kein Haus zugeteilt bekommt, weil er nicht arbeiten kann. Und das, obwohl er immer so von dieser Gemeinschaft für alle spricht. Und Dulli der Einzige ist, der, sag ich mal, auf der Straße in Anführungsstrichen in so einem kleinen Zelt leben muss, abseits aller anderen. Da dachte ich mir schon, da kann irgendwas nicht stimmen. Und ich habe ja immer wieder gesagt, vielleicht hat Jarl Metellus ja auch Dreck am Stecken. Vielleicht ist der Jarl derjenige, der da irgendwas auslöst. Oder vielleicht, ja. Ich wusste es, dass der Jarl auf jeden Fall, es kann ja sein, dass er nicht dafür verantwortlich ist, was hier passiert ist oder passieren wird, aber Jarl Metellus hat Dreck am Stecken. Nachdem ich dir diesen Brief hinterlasse, werde ich ihn wegen dem, was er im verschlossenen Raum seiner Zitadelle macht, zur Rede stellen. Wenn ich nicht wiederkomme, dann wahrscheinlich, weil er mich getötet hat. Beiliegend findest du einen Schlüssel zum verschlossenen Raum des Jarl.
Du musst jemanden mit einem guten Herzen und einem guten Kopf finden in der Beurteilung des Charakters, warst du immer besser als ich, der weiß, was zu tun ist. Dein Bruder Harubal. Sein Bruder wurde vom Jarl getötet? Wow, das ist jetzt wirklich bitter. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Schuppenhelm der Illusion. Der Zerstörung. Aber ich möchte noch irgendwie an diese Rüstung kommen. An diese makellose Dwemer-Rüstung. Ich meine, wir haben... Ist wirklich Jarl Metellus derjenige, der es aus... Aber sein Bruder ist ja schon tot. Wie hat er es geschafft, ihn zu töten, ohne das Dwemer-Gesetz auszulösen? Und, greifen sie uns an? Nein? Okay. Wir gehen dann wieder. Ich weiß zwar nicht... Es ist eigentlich falsch, die leben zu lassen. Oder? Irgendwie schon. Ich meine, wenn die da hochschwimmen, dann sind die in der Stadt. It walks into our lair. Quick, let us eat it. We must feed. Ja, das ist schön, dass ihr essen müsst. Ich muss euch töten, weil ich euch nicht am Leben lassen kann. Ja! Es geht einfach nicht. Wir können sie einfach nicht leben lassen. Schlüssel zum einsamen Turm. Zwergenrüstung. Das ist jetzt auch nichts Spezielles. Dann du. Ja, da waren wir schon drin. Ich winde mich überhaupt nicht, aber du verträgst mehr als deine Schwester. It hurts us. Das klingt so nach Gollum irgendwie. Wir können die nicht leben lassen. Wenn euch das jetzt irgendwie gerade grausam vorkommt, dann müsst ihr weggucken. Aber wir können die nicht leben lassen. Die essen Menschenfleisch, beziehungsweise jedes Fleisch, was hier hochkommt oder hier runterkommt. Es müsste nur jemand anders mal auf die Idee kommen, hier runterzukommen. Die würden den einfach essen. Das können wir nicht zulassen. Eine Paladine muss euch richten. Zum Wohle der Stadt. Wir sind hier, um die Stadt zu retten. Und das gehört dazu. Nein, ich versuche es mir nicht schön zu reden. Zwergenrüstung. Okay, das waren ja alle, richtig? Hier mit den Pilzen... Wer ist hier begraben? Ich möchte gerade noch mal ganz kurz gucken. Hier auf die Pilze könnte ich nicht irgendwie draufspringen und dann da oben irgendwie? Ich glaube nicht. Okay. Dann schwimmen wir jetzt mal zurück. Und dann gehen wir in diesen Raum. Vom Jarl, den versperrten Raum. Ich habe Angst, dass wir dann damit irgendwie was verbauen, weil er uns dann vielleicht erwischt dabei. Vielleicht sollten wir das nachts machen, wenn alle schlafen. Wäre das vielleicht eine Möglichkeit? Was denkt ihr? Nachts, oder? Nachts ist, glaube ich, besser. Weil ansonsten läuft er ja, glaube ich, einfach so rum. Und das wäre dann natürlich schlecht, wenn er uns dann sieht, wie wir da drin sind. Aber warum ist hier dieses versunkene Haus und warum ist der Bruder darunter getaucht? So viel darunter getaucht vor allem. Und hat die Kiste so weit weg versteckt. Und wie hat der Jarl ihn getötet, ohne das Gesetz zu brechen? Indem er irgendwie dieses Haus zum Einsturz gebracht hat? War das vielleicht das Haus von Dulli und seinem Bruder? Könnte das sein?
Ich versuche gerade nur zu interpretieren. Verdammt, wo ging es denn hier nochmal raus? Ich komme hier nicht mehr aus dem Wasser. Und da endete die Geschichte der Paladina. Sie starb an Erfrierungen, weil sie nicht mehr aus dem Wasser kam. Hier war doch irgendwo eine Treppe. Wir haben es das letzte Mal doch auch wieder rausgeschafft. War das da hinten vielleicht? Bei der Truhe, oder? Oder bei Dulli? Kommen wir bei Dulli vielleicht raus? Dulli, hilf uns! Wir haben was rausgefunden. Oh ja, hier kommen wir raus. Okay, ich mache nochmal kurz Quicksave. Weil ich wissen will, was jetzt passiert, wenn wir ihn darauf ansprechen. Dulli. Oh, hallo. Wegen eures Vermögens. Yes, what about it? Wir haben die Truhe eures Bruders gefunden. You did? What was in it? Nichts, sie war leer. Eine Warnung, dem Jarl nicht zu trauen und der Schlüssel zu seinem verschlossenen Zimmer. A key? Harapult left me a key. I'm confused. It was supposed to be something valuable. But it's just a key. What do we do with the key? Ich werde nachsehen, was der Jarl in seinem verschlossenen Zimmer versteckt. Oh, all right. Maybe there's a treasure in there. A big pile of gold coins and gemstones. Maybe you could even share some of it with me. Ich gebe dir alles, Dulli. Wir teilen nicht. Ich gebe dir alles. Du kriegst 100% davon. Ach, ich mag ihn so irgendwie. Dulli ist so lieb. Und ich dachte schon, ich hätte seine Kiste irgendwie geplündert und wir könnten es nicht mehr lösen. Das freut mich eigentlich umso mehr. Es freut mich zwar nicht, was wir rausgefunden haben, aber es freut mich so, dass Dulli hoffentlich irgendwie an seinen Platz hier wieder in dieser Gemeinschaft kommt. Ich würde es ihm so gönnen. Okay, es ist 16 Uhr. Nicht unbedingt die Zeit, wo die Leute schlafen. Deswegen würde ich fast sagen, jetzt kann ich auch noch mal den anderen Helm anziehen. Ich weiß nicht, ob wir damit eben immer was triggern können. Deswegen ziehe ich den einfach noch mal an. Und dann gehen wir mal kurz zu uns nach Hause und schlafen einfach. Wir könnten jetzt rein theoretisch auch warten, aber ich habe ja irgendwie immer manchmal die Hoffnung, dass vielleicht was passiert, wenn wir schlafen. Irgendwas Unerwartetes. Wie gesagt, man traut es der Quest ja zu. Okay, hier war ja nichts, genau, nichts Spannendes. Wir haben jetzt 4 Uhr Nachmittag. Ich würde fast sagen, wir schlafen auf jeden Fall bis Mitternacht. Ein bisschen länger am besten noch, dass wirklich alle schlafen. Ich denke um 1 Uhr. Halb 1, halb 2 sollten alle schlafen. Hoffentlich, bis auf den einen, der hier nachts immer aktiv ist. Wir könnten den Jarl drauf ansprechen, aber irgendwie bin ich zu misstrauisch dafür. Bin einfach zu misstrauisch. Oh, sie betet? Mitten in der Nacht? Hi. We can talk, but be quick. Domitus could be back any second. Okay, wo ist denn Domitus um die Uhrzeit? Okay, wir dürfen nicht bummeln. Wir dürfen nicht bummeln. Nicht trödeln. Wir müssen gucken, was da oben drin ist. Unbedingt. Ich hoffe, er beobachtet uns dabei nicht. War das hier? Ach so, noch eins hoch. Ich höre Wasser. Ich höre ganz viel Wasser. Badet hier jemand? Okay, jetzt höre ich kein Wasser mehr. Ich höre hier ganz viel Wasser. Okay. Sein Zimmer ist ja hier hinten, richtig? Entschuldigt, dass ich hier gerade so rumsprinte. Sein Zimmer ist hier und er schläft, oder?
Er schläft. Na gut. Machen wir die Tür zu. Machen die Tür zu. Und dann speichern wir nochmal und dann gucken wir, was hier drin ist. Und machen auch diese Tür zu. Ich gehe mal in Duckstellung, auch wenn es bei uns nicht so viel bringt. Stehlen. Ich will nicht stehlen. Das bricht das Gesetz. Okay, da ist ein Kamin und was... Oh, selbstschließende Türen. Hier geht's auf den Balkon. Aber sind die Balkone nicht auf der anderen Seite? Oh Gott, not again! Please don't hurt me! Ulrins Frau Maisie ist gar nicht tot! Ich werde euch nicht wehtun. Thank the gods! Quickly, you have to let me down before that monster comes back. Ich habe erst noch ein paar Fragen. Okay, but please hurry. Wer seid ihr? I'm Maisie. I lived down in the city with my husband Ulrin until a few months ago when that animal Metallus tricked me into coming here. He keeps me here as a... Oh, gods, I can't. You have to let me down, please. I've never done anything to deserve this. Ist das nicht gegen das Dreamer-Gesetz? Of course it is. But I think the dwarves are blind to whatever happens in this room. You can see the dwarven bust over there got broken somehow. Ich dachte, ihr wärt tot. Ich fand eure Halskette in den unterirdischen Tunnels. That sounds like the sort of thing Metallus would do. Make it look like I was dead so Ulrin would stop looking for me. That bastard! Was werdet ihr denn tun, wenn ich euch gehen lasse? I'm going to kill that monster who calls himself Jarl. I'll scratch out his eyes with my bare hands if I have to. Aber das ist gegen das Gesetz. So, you'll let me go then? Ich weiß es nicht. Wenn ich euch freilasse, dann tötet ihr den und dann brecht ihr das Gesetz und dann sterben alle. Ich kann euch hier nicht herunterlassen. Erstmal. What? Why not? Wenn herauskommt, dass Metallus das Dreamer-Gesetz gebrochen hat, werden wir alle sterben? Ja! So, you're just gonna leave me here? Wenn ihr wollt, kann ich... Ich muss eine andere Möglichkeit finden, euch zu retten. What? No, that's not... I... Please don't leave me here. Please. I'll do anything. Please don't leave me. Ich muss... eine andere Möglichkeit finden. Du darfst ihn nicht töten. You're gonna let me go, right? Ich... You're... Sie spricht mich andauernd an. Weil... Er hat das hier kaputt gemacht. Wenn ich sie jetzt freilasse, dann... Oh Gott, was soll ich machen? Metellus ist... ja noch viel widerlicher, als ich dachte. Was zum Teufel? Wie spät ist es? 3.29 Uhr. Okay. Ich will jetzt nicht, dass die Zeit weiterläuft, denn ich werde jetzt diese Folge an dieser Stelle beenden. Schon ein paar Minuten früher vielleicht als normalerweise, denn ich möchte euch da jetzt einfach mit einbeziehen. Was würdet ihr jetzt machen? Würdet ihr jetzt sie freilassen? Auf die Gefahr hin, dass sie dann losrennt und ihn tötet und damit die ganze Stadt stirbt? Oder denkt ihr, sie ist so... Sie bedenkt das Gesetz und tötet ihn nicht? Oder würdet ihr jetzt mit Hellus drauf ansprechen? Was würdet ihr jetzt genau an dieser Situation versuchen? Was, ich weiß ja nicht, ob das möglich ist, was ihr dann sozusagen für Ideen habt, aber was würdet ihr in dieser Situation jetzt tun oder denken zu tun? Also, ja, ihr wisst, was ich meine.
Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und ich würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge nächstes Wochenende wiedersehen würden. Bis dahin, ciao.